So, das sollte die Jump-Probleme aus der Welt schaffen. Und hier ist fast nichts mehr zu sehen mal wieder. Haben aber noch 77 zum Füllen. Füllen klappt auf jeden Fall und ich denke mal, das Abbauen sollte jetzt auch einigermaßen reibungslos klappen. Ich sollte es nicht verschreien, weil... Hey. Oh, wir haben hier einen, der nicht schafft. Ja, sie sind wieder gut beim Füllen, sieht man. Wir sind schon wieder bei 5500 hoch. Also sie füllen schneller die Vorräte auf, als wir sie, als die sie leeren. Ja, und ich glaube, wenn ich es mir so überlege, die Berechnung für die Wegfindung nimmt einfach wirklich immer den direktesten Weg, nicht den einfachsten Weg. Weil wenn ich die Wahl habe, eine Treppe zu nehmen oder hochzuspringen, würde ich eigentlich immer die Treppe nehmen. Zumal es nicht mal der direkte Weg ist. Der direkte Weg wäre irgendwo hier hochspringen, wieder runterspringen. Also ich nehme alles zurück. Die Wegfindung, ja, die macht solche Sachen hier mal wieder. Achtung, da gleich wieder. Oh, diesmal haben sie es aneinander vorbeigeschafft. Die beiden allerdings nicht. Guck dir mal. Vor allem die Inkonsistenz, warum die Wegfindung manchmal, also warum die Kollision manchmal nicht da ist. Also die Brickfronts durcheinander durchlaufen können und dann wiederum nicht. Da, jetzt die beiden können durcheinander durchlaufen. Wenn sie Treppen hoch und runter laufen, können sie auch komischerweise durcheinander durchlaufen, aber dann an solchen Stellen können sie es dann wieder nicht. Naja. Ich meine, ich weiß, ich gebe viel Kritik über das Spiel ab. Ich mag das Spiel, ich mag das Gameplay und das Prinzip, aber solche Sachen machen es dann auch wieder kaputt. Ich finde es immer noch arg traurig, dass Sorbopod Studios
erstens dieses Spiel irgendwann mit Version 1.1 als fertig erklärt hat, obwohl es noch so viel Feinschliff bräuchte. Also mit fertig, fertig, kein Support mehr, es wird nichts mehr an der Performance oder an der Mechanik mehr gedreht. Versionbedingt, ihr zweites Spiel ma machen wollten, was dann leider gefloppt ist, total. Und danach, offiziell haben sie ja nicht Insolvenz angemeldet, aber scheinbar sind alle Entwickler entlassen worden. Das ist jedenfalls das, was ich gehört habe. So gelesen habe, auch in den Steam-Foren und in den offiziellen Nachrichten des Studios. Also sie dementieren, dass sie insolvent sind, aber wirklich tun tut sich ja auch nichts mehr. Ich meine, Version 1.1 ist seit Jahren draußen. Und man merkt einfach, es fehlt Feinschliff an dem Spiel. Das ist das einzige Hauptproblem, der Feinschliff. Gut, ich würde mir noch ein paar Features wünschen, wie die Möglichkeit, das hier mit Grün aufzufüllen, dass ich auch hier einen sauberen Übergang habe und so. Oder einfach die ganze Fläche mit Grün abzudecken, dass das nicht ganz so sumpfig aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Meine, es ist halt leider nur kackbraun. Ich kann es nicht anders ausdrücken, leider, aber ja, und noch ein paar mehr verschiedene Blöcke für mehr Möglichkeiten wären noch schön gewesen, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem, was das Spiel bietet. Ich meine, wir haben 78 Stunden reingesteckt bis jetzt in diese Phase hier, wobei 70 Stunden halt für das Flatten dieser Inselhälfte draufgegangen sind. Aber ja, vieles wäre viel angenehmer und schneller gegangen, wenn die Mechaniken richtig funktionieren würden. Wir hatten beim Flatten teilweise Probleme. Wir haben hier auch beim Füllen und beim Bergbauen auch so Probleme, die jetzt nicht kritisch sind, also Gamebreaking. Aber die halt einfach irgendwie Zeit kosten und nervig sein können. Wie jetzt zum Beispiel, wie sie hier das ganze Ding abbauen. Genauso würde ich hier am liebsten einfach wieder grün drüber legen können, um das abzudecken. Einfach die Möglichkeit, alles ein bisschen schöner zu machen. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben hier. Und auch mit den Bugs, die wir so haben. Ihr zwei füllt hier fertig auf, dann können wir da weiter auffüllen. Er sagt zwar noch einen Stein, aber in Wirklichkeit sind es null. Genau.
Na, guck mal, da haben wir jetzt schon das Problem. Genauso, das ist manchmal nervig, dass ich einfach nicht die Ecke zu greifen kriege, die ich gerne hätte. So, wie voll sieht es hier mittlerweile wieder aus? Na, geht noch. Und die Sonne geht wieder auf. Sehr schön. Ja, das wäre doch so ein Feature, was ich mir gewünscht hätte. Gamma-Korrektur. Gerade fürs Aufnehmen. Das haben ja schon, mich schon Leute darum gebeten, die Videos heller zu machen, weil man in der Nacht einfach nichts sieht. Also, ich kann euch versichern, ich sehe auch nicht viel in der Nacht. Also, die sind wirklich dunkel, die Nächte, ohne Laternen. Das ist der Sinn dahinter. Und das Nachhellen, ich hab's versucht, aber das sah nicht schön aus danach. Das sah richtig grau und aus. Das wollte ich jetzt dann auch nicht unbedingt. Und viel gebracht hätte es auch nichts. Hinzu kommt ja auch noch, dass YouTube leider die Videos auch noch mal einen Tick abdunkeln tut. Warum auch immer. Die machen die Videos auch immer eine Sekunde länger, als sie in Wirklichkeit sind. Na, wie gesagt, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wir kommen ja auch irgendwie voran. Ich meine, es nimmt langsam Gestalt an. Also wir haben endlich mal Mauern stehen. Das ist halt cool, das ist der Effekt, dass wenn man aus einem bestimmten Winkel guckt, wie zum Beispiel diese hier, man gar nicht den Höhenunterschied sehen kann. Also jetzt ist er unsichtbar. Jetzt ist er sichtbar. Sichtbar. Sichtbar.
meine, selbst so könnte man meinen, dass das ein und dieselbe Höhe ist. Nur wenn man von der Seite schaut, wo man es auch wirklich sehen kann, dann fällt einem der Höhenunterschied auf. Aber von der Seite nicht wirklich. Ganz ehrlich, machen wir das mal ein bisschen weg. Jetzt sollte ich sie aber dann auch langsam mal wieder hier rüber schicken. Weil unsere Stockpiles sind ja jetzt wieder ziemlich voll. Das ist halt der Vorteil der kurzen Wege. Also dadurch, dass unsere Steinbrüche in der Nähe des Stockpiles sind, haben sie halt kürzere Wege und können schneller auffüllen. Dadurch geht das Abbauen auch einiges schneller. Aber trotzdem immer noch chaotisch.